Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und was soll man sagen? 0-0 gegen St. Pölten. Es hilft ja nichts. Ich glaube, damit ist das Ganze zusammengefasst. Wieder hat man der Mannschaft das Bemühen angesehen. Wieder hat es mit dem Toreschießen nicht so wirklich geklappt. Oder in dem Fall überhaupt nicht. Ja, und wieder hat man nicht gewonnen. Also es ist im Moment ein Teufelskreis bei unseren Blackies. Dazu heute noch eine eklatante Schiedsrichterleistung, wie ich finde, die auf jeden Fall schon ein bisschen mitgespielt hat, ohne dass es als Ausrede gelten sollte. Aber ja, mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl oder einfach einer besseren Leistung des Unparteiischen, ja, hätte man heute vielleicht auch etwas mehr aus der Partie rausgeholt. Angefangen ja das Ganze eigentlich so in den ersten 20 Minuten relativ ausgeglichen, ohne jetzt gröbere Möglichkeiten auf beiden Seiten. Ein Distanzschuss, ein relativ ein früher, der aber nicht so gefährlich war von St. Pölten. Und danach lange Zeit, bisschen hin und her das Ganze geplätschert, mit leichten Vorteilen vielleicht für unsere Blackies. Dann aber ja, in Minute 20 herum, also um die 20. Minute, zwei sehr gar nicht mal so schlechte Möglichkeiten von Sturm. Die erste, okay, ein Distanzschuss von Gitaischwili, der relativ leicht abgewehrt werden konnte. Aber dann nur ja, in der nächsten Aktion kommt Sturm im 16er relativ frei zum Abschluss. Peter Schul, völlig frei. Schlussmann Riegler im St. Pölten-Tor ist eigentlich auch schon weg. Schul musste nur mehr locker einschieben und haut den irgendwo fast schon in die Wolken. Also für mich unfassbar, wie man so eine Chance, gerade von so einem begnadeten Kicker, was Peter Schul zweifelsfrei ist, ja, wie man das nicht machen kann, keine Ahnung, auf jeden Fall. Das war schon mal, ja, einer dieser hundertprozentigen, die du eigentlich machen musst und die natürlich in der jetzigen Situation auch nicht reingehen. Aber das, ja, da kann man in der Richtung keinen verurteilen, außer Schul, der muss den reinmachen, ohne Wenn und Aber. Danach für mich ja in der ersten Halbzeit das Ganze eigentlich relativ fest in Sturmhand. Sturm kontrolliert die Partie, ohne die ganz großen Möglichkeiten zu haben. Aber dann der Paukenschlag nach einer knappen halben Stunde. Dario Marisic fliegt nämlich mit Rot vom Platz. Ich habe das Foul ja nur flüchtig sehen können. Für mich, ja, eine natürlich kann, aber nicht muss Entscheidung. Ich persönlich glaube, eine gelbe hätte es auch getan. Er springt dem Gegner natürlich mit den gestreckten Beinen entgegen, trifft aber schon auch den Ball. Also man kann darüber diskutieren. Am Ende eben unglücklich für unsere Blackies. Und ja, der Schiri war heute auf jeden Fall nicht auf unserer Seite. Und Sturm nach einer knappen halben Stunde damit in Unterzahl. Im ersten Durchgang passiert nach dem Ausschluss nicht mehr wirklich etwas. Im zweiten Durchgang, die ersten paar Minuten, gehören ein bisschen mehr St. Pölten. Da sind unsere Blackies ein bisschen Schlafmütze gewesen. Danach geben die Schwarzen aber wieder richtig Gas. Esse versucht sehr viel heute, aber extremst glücklos vorne drin gewesen. Auch dem geschuldet, dass nach der roten Karte für Marisic Pink ausgewechselt werden musste quasi und für ihn dann Lovic reingekommen ist. Also ich sehe, denn man hat mit einem Zweimannsturm begonnen, also wieder auf weiter Flur vorne allein, und das hat man gemerkt. Trotzdem, Sturm eben ab dieser Phase dann spielbestimmend eben so ab der, ja, so 50. 55. Minute herum. Ich sehe mit einer Möglichkeit, dann wenig später mit einer Hereingabe, die den Abnehmer nicht findet, und ja, da hätte man auf jeden Fall schon das Führungstor erzielen können. Vielleicht kurz erwähnt vorher, war es glaube ich eine Chance aus der Ecke, René Gartler bei St. Pölten, der auch das Tor ja knapp nicht getroffen hat, also den Ball drüber gesetzt hat mit seiner Volley-Abnahme. Da hätte St. Pölten ja durchaus auch das Führungstor erzielen können, aber insgesamt eben Sturm einfach auch in Unterzahl, das muss man ihnen lassen, das spielkontrollierende Team. Servus. Nach einer knappen Stunde bei uns auf unserer linken Seite tankt sich einer durch. Auch das leider nur flüchtig mitbekommen, weil es da ein bisschen gemurrt hat im Sektor, aber das ist jetzt unwichtig. Auf jeden Fall, ja, kommt ein St. Pöltener da angerauscht von der Seite. Ja, das eben eine von vielen, vielen strittigen Situationen. Dazu auch, sei erwähnt, zwei, drei Elfer-Szenen bei unseren Blackies, wo man sich ja auch für uns entscheiden könnte, das aber nicht getan hat. Und ja, unsere Jungs reißen sich aber trotzdem noch zusammen in der Schlussphase. Ab Minute 70 zunächst, ja, merkt man schon, dass die Luft so ein bisschen auszugehen scheint. Aber dann, ja, hat der eingewechselte Grozorek, der für den angeschlagenen oder auch verletzten Irländer eingewechselt wurde, eine Riesenmöglichkeit. Der tankt sich über halb links durch, dribbelt sich da an zwei Gegenspielern vorbei, schlänzt den Ball aber dann knapp am Eck vorbei. Das in Minute 82. Und ja, das war der Matchball für unsere Blackies. In der Schlussphase passiert dann, oder in den Schlussminuten passiert dann nichts mehr extrem Relevantes vor beiden Toren.
Und ja, so nimmt St. Pölten einen etwas glücklichen Punkt doch mit nach Graz. Man muss den St. Pölten lassen, die Defensive war kompakt. Vielleicht noch erwähnenswert, auch unser Interimstrainer Günther Neukirchner. Wie man weiß, wird der Roman Mehlich der neue Cheftrainer bei unseren Blackies. Ja, Neukirchner wurde auf jeden Fall nach eben dieser strittigen Situation im Endeffekt, da wurde Mehlich dann auf die... Sieg muss her! Unbedingt! Wurde Mehlich dann, Neukirchner auf die Tribüne verbannt. Und ja, danach hat eben Joachim Starnfest das Ganze zu Ende gecoacht. Und ja, jetzt steht man halt wieder da, wieder nur ein Punkt. Man kann der Mannschaft wieder nicht so wirklich was vorwerfen, außer dass man die Chancen, die man hat, nicht nutzt. Und ja, keine Ahnung, was da das Patentrezept jetzt noch wäre für die nächsten Partien. Mal schauen, ob Roman Mehlich da mit dem Zauberstab daherkommt und das Ganze da irgendwie hinkriegt, ne, dass unsere Blackies auf einmal schneller rennen und jede Möglichkeit reinhauen. Ich bin da eher ein bisschen skeptisch, aber ich lasse mich da auch gerne überraschen. Von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.